Fehler sind nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern sie sind der Weg zum Erfolg. Fehler als Wachstumsmöglichkeit ist mein heutiges Thema für dich. Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Viele meiner Werke sind oder konnten nur entstehen durch Fehler. Und auch im Leben, also sind mir einige Fehler unterlaufen. Und hätte ich die nicht gemacht, wäre einiges anders verlaufen. Oder ich konnte dadurch wirklich viel, viel lernen. Mehr dazu jetzt im Video. Und während ich male, das war übrigens an einem Abend, wo ich überhaupt nicht wusste, ob ich Fisch oder Fleisch bin, also weder das eine noch das andere esse ich, aber na, ihr versteht mich schon, ne? Und ich habe einfach mal so da rumgekleckst und konnte auch ein Stück weit aus diesem Wirrwarr oder durch dieses Wirrwarr hindurch einen Weg zu mir selbst finden. Viel Spaß und wie gesagt, alles Weitere dann im Video, während ich male. Ja, um es vorwegzunehmen, ich habe da natürlich jetzt nicht bewusst mit Fehlern begonnen, aber das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, um Perfektionismus liebevoll loszulassen, tatsächlich mit Fehlern im Bild zu beginnen. Hier war es eher so, dass ich so nicht recht wusste, wohin die Reise geht, so ein Ausprobieren, vorwärts, rückwärts, welche Farben, Papier, gut, da hatte ich mich jetzt schon entschieden, es ist dickeres Aquarellpapier, glatt übrigens. Ja, und jetzt, das ist auch eine schöne Möglichkeit mit zwei Stiften, so wie ich es jetzt hier zeige, mal zu beginnen zum Zeichnen und mal gucken, wohin die Reise geht. Ja, aber jetzt nochmal, ich wollte ja zurück zum eigentlichen Thema, während ich hier male, und zwar Fehler als Wachstumsmöglichkeit. Ja, Fehler bieten uns die Chance zu lernen und zu wachsen. Und eine kleine persönliche Anekdote, ich habe ja jetzt ein Buch geschrieben, Perfektionismus loslassen oder nicht gut genug ist perfekt, wie hochsensible Frauen Perfektionismus loslassen können. Und die erste Ausgabe, ich konnte es nicht erwarten und es musste raus. Und es war jetzt nicht vielleicht von den Rechtschreibfehlern, aber es war fehlerhaft, es war ungenügend, ja. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, gemacht worden. Und musste jetzt tatsächlich in die letzten Tage das Buch zusammen mit einer Lektorin nochmal komplett überarbeiten. Und jetzt ist es definitiv, ist es okay, aber es war ein Fehler, ne? Und ich hätte mich jetzt natürlich auch von der Brücke oder vom Erdgeschoss in den Garten stürzen können. Ich habe es nicht gemacht. Muss ehrlich gestehen, ich fand es irgendwie witzig, ich konnte es mit Humor nehmen, ne? Oder mit Humor tragen, sagen wir es mal so. Und natürlich passieren mir viele Fauxpas, ja, also wenn man rausgeht mit seinen Sachen, auch von den Bildern her sind einige Dinge schon passiert, was weiß ich, während der Ausstellung kracht irgendwas runter, weil es unzureichend befestigt ist und. Oder du gehst auf eine Ausstellung und vergisst ein paar Bilder mal irgendwo oder lässt irgendwo was liegen und. Also ich muss oft häufig selber über meine Dinger, was ich da so reiß, lachen. Aber natürlich ist nicht alles zum Lachen. Klar, ist einfach so. Aber ich möchte ja euch oder dir einfach Mut machen, hinzugucken, eben selbst Mitgefühl zu praktizieren statt Selbstkritik. Ich war in meinen Zeiten, wo ich auch konsumiert habe, auch bei den harten Drogen, da habe ich nicht mehr viel mitbekommen,
Aber auch in der Zeit nach dem Entzug meine schärfste Kritikerin, ja. Also ich stand mir über viele, viele Jahre selber im Weg und es war so gesehen kein angenehmer, also es war ja kein schöner, waren ja keine schönen Augenblicke, sondern es war ja sehr verkrampft viel. Und natürlich dauert es eine Weile, das Ganze loszulassen, aber um loslassen zu können, sage ich immer wieder, muss ich wissen, was ich loslassen möchte. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, und wie sieht's bei dir aus? Wo hast du vermeintliche Fehler gemacht in deinen kreativen Prozessen und konntest dann feststellen, mein Gott, das sieht ja total toll aus. Ja, durch den Fehler ist dieses Bild ja noch mal ganz, ganz toll geworden, viel, viel besser. Das hätte ich mir überhaupt nie erwartet, nie gedacht, dass sich so etwas Tolles oder so etwas so Wundervolles entstehen kann. Ja, guck einfach mal in deine Bereiche rein, im beruflichen Kontext, ja, in deinem kreativen Prozess, was da so alles passiert ist in den letzten Wochen, Monaten. Ja, und der Perfektionismus, da sind wir wieder auch beim Perfektionismus. Perfektionismus hindert uns daran, authentisch zu sein. Wenn wir uns erlauben, Fehler zu machen, zeigen wir uns selbst und anderen, wer wir wirklich sind. Ja, ich muss mich nicht jedem offenbaren, aber es sollten schon, oder es gibt schon einige Menschen, da möchte ich schon authentisch sein, da möchte ich nicht so tun, als ob, und ich möchte da einfach echt sein. Ja, so wie die Karin ist, so wie ich wirklich bin, mit all meinen tollen Eigenschaften, mit all meinen Schwächen, wobei ja Schwäche jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist. Nochmal. Seit gestern gibt es die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft zu erwerben für 2,99 €. Der Vorteil, du erhältst als Mitglied regelmäßig Shorts zum Thema Ängste loslassen. Ja, und diese Kanalmitgliedschaft, die kannst du über die Hauptseite des YouTube-Kanals einrichten. Also wenn du da Fragen hast, einfach schreib mir was in den Kommentar oder eben über die Internetseite eine E-Mail. Ja, und jetzt hier bei dem Bild, jetzt gehen wir mal nochmal kurz zurück zu dem heutigen Bildausschnitt oder zum heutigen Malen. Ja, es ist wirklich, also wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, es ist querbeet drunter und drüber wie Kraut und Rüben, ne? So gesehen. Also es erinnert mich jetzt, es war jetzt nicht geplant, fast ein bisschen an Mero. Ist jetzt nicht so mein Stil. Also wer meine Videos kennt und auch meine Bilder, das ist jetzt nicht so meine Richtung. Aber es war an dem Abend, es war ja gestern oder zusammen mit vorgestern, war es einfach das Thema, ne? Ja, wir leben leider in einer Gesellschaft, wo es keine Fehlerkultur gibt. Ja, wir dürfen hier überhaupt keine Fehler machen. Aber ich möchte trotzdem noch ein Stück weit tiefer gehen bezüglich der Fehler. Also nicht jetzt mit dem Finger wieder irgendwo anders hindeuten, die Gesellschaft ist schuld. Nee, ich habe da noch ein bisschen was zu erzählen, eigene oder aus meinem Leben. Ich komme ja aus einer dysfunktionalen Familie. Das heißt, Normalität kannte ich als Kind überhaupt nicht. Und gerade in dysfunktionalen Familien ist es so, dass man keine Fehler macht oder keine Fehler machen darf. Oder man lernt schon früh
Also so war es bei mir und so war es ja auch bei vielen anderen, wenn ich mit denen ich ja auch gearbeitet habe oder die ich ja auch kennengelernt habe, wenn man sich ausgetauscht hat. Man lernt früh zu funktionieren und Schwächen, Unpässlichkeiten niemals zu zeigen. Ja, man tut so, als ob. Das ist ja so klassisch oder das ist so typisch für dysfunktionalen Familien und da entsteht natürlich auch Perfektionismus. Also ich möchte oder ich behaupte, dass Perfektionismus häufig auch in dysfunktionalen Familien eher die Stätte des Wachstums ist als jetzt in einer gesunden Familie, ja? Also in der dysfunktionalen Familie zeigt man keine Schwäche. Das gibt es einfach nicht. Man zeigt keine Schwäche. Man tut so, als ob. Ich tue so, als ob ich glücklich bin. Ich tue so, als ob es mir gut geht. Ich tue so, als wenn ich niemals einen Fehler mache, ja. Und sollte ich mal einen Fehler machen, ja, dann kaschiere ich oder ich lüge. Ja, es ist ja auch etwas, was in dysfunktionalen Familien häufig ist, dass wir früh lügen, wobei Lügen Unwahrheit, die Unwahrheit sagen, obwohl wir locker auch die Wahrheit sagen könnten, aber wir tun es nicht. Es ist ja auch verständlich, bei uns war es so eben, dass mein Vater, der in Anführungsstrichen der trinkende Teil war, damals in den 60er, 70er Jahren war es, da war das, war ein Trinker. Ja, das war ein schwacher Mensch, ja, der hatte, ja, er war schwach, ja. Und, oh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, gell, so geht's los. Jetzt muss ich kurz nochmal kurz auf Stop drücken. Ja, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Und zwar, warum wir lernen, in einer dysfunktionalen Familie die Unwahrheit zu sagen. Wir werden ja früh dazu erzogen, alles, was innerhalb der Familie passiert, niemals nach außen zu tragen. Ja, das tut man nicht. Also es bleibt innerhalb der vier Wände. Und es bedeutet natürlich, wenn mich jetzt draußen, ich gehe raus als Kind, ja, als gehe ich nach draußen und ich werde gefragt in der Schule, und wie geht's dem Papa, wie geht's der Mama? Ja, dann sage ich ja nicht die Wahrheit. Ich sage doch nicht die Wahrheit und sage, ich habe solche Angst vor meinem Vater oder meine Mutter weint jeden Abend. Das sage ich ja nicht. Das heißt, ich lerne sehr, sehr früh die Unwahrheit zu sagen. Ich fange an zu lügen und irgendwann ist das Lügen und es wird zur Normalität und es gehört alles mit rein. Also wir können niemals ein Problem isoliert oder uns angucken. Wenn wir uns dem Thema nähern, Fehlerkultur, Fehler machen, Perfektionismus, dann muss ich immer oder dann gucke ich, wenn ich jetzt Teilnehmerin habe, immer auch in die Familie. Da komme ich nicht drum rum, ja. Perfektionismus bedeutet Kontrolle. Ja, wo habe ich denn Kontrolle? Ja, wo ist die größte Kontrolle in dysfunktionalen Familien? Ja, da kontrolliere ich. Ich lerne früh als Kind zu kontrollieren, mich zu kontrollieren. Ich habe natürlich kontrolliere ich mich. In einer dysfunktionalen Familie beginne ich schon als Kind meine Gefühle, mich selbst zu kontrollieren. Ich kann doch nicht bei einem betrunkenen Vater meine Gefühle freien Lauf lassen. Da besteht die Gefahr, dass oder da besteht die Möglichkeit, dass ich in Gefahr gerate. Ja, also das hängt schon für mich alles zusammen. Und da können wir gern mal, wenn du Lust hast, buch dir ein Erstgespräch. Natürlich können wir im Erstgespräch nicht irgendwelche Dinge lösen, die seit 40 Jahren irgendwo rumwabern. Ne, das ist auch klar.
buch dir dein Erstgespräch, lass uns gemeinsam mal 45 Minuten in aller Ruhe, in aller Liebe, in liebevoller Stille mal wirklich reingucken, einen kurzen Blick werfen in deine Biografie. Das ist mein Angebot heute für dich. Ja, während ich jetzt hier weiter pinsel, ohne Ziel, ne? Auf gut Deutsch, wollte ich jetzt eigentlich nur irgendwas sagen, mit Sicherheit. Also nach den Videos, die werden geschnippelt und dann gehen die raus, da fange ich jetzt nicht nur an, tausendmal zu verbessern, weil dann wäre ich nie fertig. Weil immer möchte ich noch was sagen. Das Wichtigste, lass es dir heute, nur für heute, lass es dir heute gut ergehen. Ja? Nimm dir Zeit, kümmere dich um dein, liebevoll um dich, kümmere dich liebevoll um deine Familie, wenn du Zeit, Muße hast, genieß das Leben, lass es dir gut ergehen. Ich tue es auch. Ich gehe jetzt gleich raus, hier scheint die Sonne und ich freue mich auf Mutter Natur. Also bis bald und tschüss, pfiat euch, pfiat die. Gute Zeit.